Hallo und herzlich willkommen zu einem Quickie von Kipos Paranormal Scanner. Heute beschäftige ich mich mit einer neuen Art von UFOs, die ihr in Zukunft häufiger sehen werdet. Vielen Dank an den YouTuber Secret Mystery für diesen Tipp. Die originalen Videoquellen findest du, wie immer, in der Videobeschreibung. Die Filmdaten. Das erste Hochladedatum war am 2. März 2018. Das Video hat schon über 30.000 Aufrufe. Die Auflösung beträgt 198x360 Pixel, also es ist ein Handy-Hochkantvideo, 30 Bilder pro Sekunde und die Datenrate beträgt etwa 118 Kilobits. Die Dauer des Videos ist ca. 2 Minuten. Filminhalt. Der Film trägt den Titel Super UFO-Sichtung in Panama. Er ist erst ein paar Tage alt und wird vielleicht bald als Super UFO-Hype auf YouTube zu finden sein. Aus einem fahrenden Auto heraus wurden diese seltsamen Lichtpunkte in der Nacht gefilmt. Logik. Diese Lichtpunkte scheinen zu keinem größeren Objekt zu gehören. Sie bewegen sich autonom. Da müssen aber schon sehr kleine Aliens drin sein, sollte es tatsächlich bemannte oder bealienhafte Raumschiffe sein. Aber vielleicht sind es auch nur unbemannte. Filmanalyse. Das Video ist eindeutig echt. Hier wurde nichts gefaked. Diese und ähnliche Videos werden in Zukunft noch häufiger auftauchen. Es sind keine UFOs, sondern mehrere Drohnen, die nachts in einer Formation fliegen. Ich habe hier noch ein paar schöne Aufnahmen für euch herausgesucht. Falls dir diese kurze Info gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, solltest du auf das Abo-Knöpfchen drücken. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipos Paranormal Scanner. Dann vielleicht auch mal wieder ein etwas längeres Video. Tschüss.